Mein Name ist Rico Fischer, ich arbeite bei MWZ als Verbrauchsdatenerfasser. Das heisst, ich bin den ganzen Tag auf der Bay unterwegs und lese Strom- und Gaszähler in der Stadt Zürich ab. Mein Name ist Stäbel Hansrudi und ich arbeite in der Kreditorenbuchhaltung bei MWZ. Ich bin Richard Schmidt. Meine Aufgabe, ich arbeite beim EWZ Mittelbünden und ich bin dort mechanische Instandhaltung und bin Anlageverantwortlich für das Kraftwerk Tiefenkastel. Ich habe mehrere Ziele für den Marathon. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich nur auf ein Ziel festlegt und das unter Umständen nicht erreichen kann, dann ist die Motivation unter Umständen gefährdet. Also setze ich mir 3-4 verschiedene Ziele. Gesund bleiben, durchkommen, unter 4 Stunden ankommen, unter 3 Stunden 50 ankommen, wenn es ganz gut wäre. Dann kann ich, wenn ich das erste Teilziel eventuell verpasse, kann ich mich an den anderen Zielen weiter aufrichten. Also mein Ziel ist, persönliche Bestleistung zu laufen. Mein persönliches Ziel ist eigentlich nicht unbedingt auf eine Zeit zu laufen, sondern wenn ich unter 4 Stunden ins Ziel komme, dann ist das super. Aber ob das dann 3,52 oder 3,59 ist, ist eigentlich für mich nicht so wichtig. Meine Geheimtipps, um die Strecke zu überstehen, ist, sich am schönen Wetter motivieren, an der Aufstellung der Zuschauer sich zu freuen, denen zurück zu klatschen, zu winken. Und dann winkt es dreimal, klatscht es dreimal mehr und das ist sehr motivierend für mich immer. Operationen hatte im Knie. Und eigentlich hatte ich eigentlich nie Schmerzen gehabt jetzt, aber heute hat es mir schon bei der Hälfte aber wehtun. Dann konnte ich einfach nicht mehr richtiges Tempo laufen. Es ist dann einfach wirklich langsam gegangen. Dann bin ich wahrscheinlich mehr auf der anderen Seite gelaufen. Dann hat das auch noch wehtun auf der anderen Seite. Jetzt bin ich noch 30 km. Ausweichen ist ein Schmerz. Ja, dann bin ich einfach so, ja, halt noch das Ziel gekommen. Ja, ich würde sagen, wir sind voll unter Strom gewesen. Unter Spannung sowieso, oder? Wir haben uns Leistungen abrufen, trotz zum Teil persönlichen schwierigen Umständen. Und wir haben es vor allem fertig. Dann gehen wir nicht! Wichtig ist ja, dass wir ins Ziel kommen. Also du bist so schnell gelaufen, dass ich dich verpasst habe. Also es war immer noch gut. Du warst im ersten Drittel, oder? Ja, ich weiss nicht, wo ich rangmässig bin. Aber da sind natürlich so viele Leute, dass man da einen verpasst. Das ist schnell passiert, das glaube ich ja. Leider habe ich mein Ziel nicht erreicht. Ich wollte eine neue persönliche Bestleistung machen. Die habe ich ziemlich klar verpasst. Aber ich bin zufrieden, ich bin immer noch unter 3 Stunden gelaufen.